Das ist nicht einfach. Sind alle da? Fangen Sie an. Das haben wir in der letzten Stunde empfangen. Colonel, ich hoffe, Sie empfangen dies. Ich musste leider alle Transporte durch das Peloy-System stoppen. Eine Katastrophe für die Grenzwelten. Sie sind unsere letzte Hoffnung, das System und seine Ressourcen zurückzuerobern. Wenn Sie es nicht schaffen, dann ist alles verloren. Viel Glück. Jetzt, da wir unser Ziel und seinen Kurs kennen, sind unsere Erfolgschancen ziemlich gut. Das Störsenderschiff muss vernichtet werden. Das geht nur auf einem Weg. Was? Nur mit Dart-Raketen? Da muss jeder Schuss sitzen. Manche von uns können zielen, Maniac. Wir verlassen uns nicht auf unser Glück. Also los, Leute. Zieht sich jemand aber verdammt schnell. Wäre gut zu wissen, wer deine Fliege macht. Die Langstreckenkommunikation ist noch nicht voll da, Sir. Aber wenn Sie kurz warten, ich habe den Colonel gleich erreicht. Ich bekomme doch mein Geld nicht fürs Warten. Der Colonel hat den Weg freigeräumt, jetzt muss ihn jemand benutzen. Ja. Begegnet? Nicht zu fassen, wen Decker hergebracht hat. Decker? Wovon reden Sie, Mann? Unglaublich. Sehen Sie im Zwischendeck nach, im Lagerraum. Da hat ihn Decker untergebracht. Ich kann niemandem sagen, wie verzweifelt ich war und verletzt, als ich von Ihrem Überlaufen hörte. Wir befinden uns noch nicht im Krieg, Admiral. Ich sehe das eher als eine neue Arbeitsstelle. Wir führten auch nicht immer einen Krieg gegen die Kilrathi. Und trotzdem gab es immer zwei Seiten. Überlaufen war die einzige Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Sie waren ein Symbol für alle Werte, die der Konföderation wichtig waren. Sie können doch sicher verstehen, wieso mich Ihre Verhaltensweise zutiefst erschüttert hat. Wir haben die Verantwortung für dieses riesige Weltall. Ist deshalb kein Platz mehr für Loyalität? Ich sehe das anders. Es sind die Konföderierten, die nicht mehr loyal sind, Sir. Sie verursachen doch diese Schwierigkeiten. Irgendjemand will unbedingt einen Krieg vom Zaun brechen.
Ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich glaube, dass Ihre Ansichten über diese Sache größtenteils der Wahrheit entsprechen. Und genau aus diesem Grund bin ich auch hier. Es sind Putschisten, mit denen wir zu tun haben. Abtrünnige, die innerhalb der Konföderation Unruhe stiften wollen. Ja, einer von ihnen ist ein erstklassiger Pilot. Sein Codename lautet Seether. Es überrascht mich nicht, dass Sie auf ihn gestoßen sind. Die Tatsache, dass ich selbst hier bin, dürfte Ihnen zeigen, wie schwierig die Verhandlungen geworden sind. Jemanden zu finden, dem ich vertrauen kann, ist nicht einfach. Während des Krieges gab es viele geheime Projekte. Zum Beispiel die Versuche, die Kilrathi zu eliminieren. Viele der Projekte waren so geheim, dass selbst ich erst jetzt Einblick erhalte. Wie das GO-Programm? Das genetische Optimierungsprogramm, ja. Ein paar Idioten glaubten wirklich, man könne den perfekten Krieger züchten. Ist Seether ein Produkt dieses Programms? Ich weiß es nicht. Es wurde abgeschlossen lange, bevor ich davon Wind bekam. Auf jeden Fall dachte ich, dass ich den Mann hier erwischen könnte. Wir bekamen die gleichen Berichte über die Störsender. Ich versichere Ihnen, das war nicht vom konföderierten Hauptquartier autorisiert. Diese Geheimbasis war zu dem Zeitpunkt, als ich eintraf, schon leer. Sie wissen nicht zufällig, wo sich dieser Seether zurzeit aufhält. Nein. Aha. Das ist schade. Uns wird die Zeit knapp, Colonel. Uns? Uns beiden, ja. Wir beide wollen doch den Kriegsausbruch verhindern. In der Konföderation gibt es immer noch einen Platz für Sie. Wir sind auf der gleichen Seite, Colonel. Das war schon immer so. Da bin ich mir nicht so sicher, Admiral. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wofür die Konföderation steht. Aber die Menschen, hier auf diesem Schiff, die kenne ich. Denen vertraue ich. Falls der Krieg ausbricht, werde ich auf dieser Seite sein. Bedeutet das, dass ich Ihr Kriegsgefangener bin? Ich schulde ihm nichts. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, der Krieg ist bereits ausgebrochen. Mir bleibt deshalb leider keine Wahl. Ich lasse sie nicht frei. Was gibt's? Admiral Tolvan ist entkommen. Was? Wie? Weil, ich den Mann freiließ. Sie haben was? Er ist der Admiral und ich habe lang unter ihm gedient. Ach. Ist Ihnen klar, wie die uns einheizen würden, wenn die erstmal rausgefunden hätten, dass wir den Admiral gefangen halten? Er ist Ihr Freund. Er kennt jetzt unsere Position und was wir vorhaben. In Ordnung, dann hab ich Scheiße gebaut. Er kann nicht weit sein, fliegen wir ihm nach. Und was dann? Ihn abschießen? Das würde den Krieg bedeuten. Wir müssen wohl mit dem, was sie uns eingebrockt haben, leben. Dafür werden wir noch büßen müssen. Ich schulde ihm was. Da es noch kein offizieller Kriegsausbruch ist, werden Sie freigelassen. Ich hoffe, es stimmt, Admiral. Und wir sind wirklich auf der gleichen Seite.
Wieso haben Sie ihn entkommen lassen? Wir sind nicht im Krieg, Decker. Was? Ich hab da draußen Kopf und Kragen riskiert. Ich bin der Meinung, Boss, jeder der Konföderierten ist unser Feind. Und ich bin der Meinung, dass Sie erstens keinerlei Befehl hatten, das zu tun. Und zweitens ist es meine Entscheidung, wer hier Kriegsgefangener ist. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Ich finde es sehr verdächtig, dass Ihr Freund, der Admiral, verschwinden wollte. Ist Ihnen klar, was für ein Sturm über uns losbrechen würde, wenn wir ihn festgehalten hätten? Da haben Sie recht. Vielleicht. Ich bin davon überzeugt, dass Sie diese Entscheidung irgendwann nochmal bereuen werden. Ist das eine Prophezeiung oder eine Drohung? Nur eine Feststellung. Von jemandem, der zu oft eins auf die Rübe bekommen hat. Sir, das kam gerade rein. Colonel, wir werden in zwei verschiedenen Systemen Aktionen durchführen müssen. In Circe müssen wir der Grenzweltenregierung in einem erbitterten Bürgerkrieg helfen. Er wurde von irgendwelchen Unruhestifter angezettelt. Söldner, die wahrscheinlich von Leuten aus der Konföderation unterstützt werden. Tausende unschuldiger Zivilisten mussten sterben. Die andere Operation wird im Speradon-Sektor stattfinden, der ebenfalls zu den Grenzwelten gehört. Eine konföderierte Raumschiffwerft läuft dort wegen dem möglichen Kriegsausbruch auf Hochtouren. Die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht groß und Sie wissen ja, wie dringend wir Schiffe brauchen. Ich wünschte, Sie könnten beide Operationen übernehmen. Da das nicht möglich ist, überlasse ich es natürlich Ihnen, die Wahl zu treffen. Sie haben gehört, was er sagte. Unschuldige Zivilisten werden in Circe getötet. Die Wahl ist klar. So klar ist das auch wieder nicht, Colonel. Wir können ohne Waffen nicht gewinnen. Ein Kampf wäre nutzlos. Ich bin der Meinung, die Werft wäre genau das Richtige für uns. Panda hat recht. Wir können die Zivilisten nicht im Stich lassen. Wir müssen angreifen. Kurs auf Circe. Aye, aye, Sir. Ich kenne keinen Piloten, der einen 60-Kilo-Turnister bei doppelter Schwerkraft über 30 Kilometer schleppen könnte. Wenn es drauf ankommt, seid ihr Schwächlinge. Wir sind Schwächlinge. Jetzt erzähle ich dir mal ein Beispiel. Ich habe mal einen von den Marines mitgenommen. Ich packte den Knüppel, zog den Fliegerstahl nach oben und schaltete das Triebwerk aus. Während des Sturzes schaltete ich es wieder ein, machte ein paar Fassrollen und ein paar Flugrollen, nur um mich aufzuwärmen. Der Kerl hinter mir war ohnmächtig geworden und hatte sich von oben bis unten vollgekotzt. Nur weil ich auf 5G ging. Wer bei der Raumfahrtakademie durchfällt, kommt zu den Marines. So ein Quatsch. Ihr sitzt im Cockpit, weil ihr keinen Nahkampf durchhalten würdet. Da habe ich aber was völlig anderes gehört. Euch Marines fehlt's an Durchhaltevermögen. Ach was, wir Marines halten ganze Nächte durch. Im Nahkampf aber nicht, Junge. Soll ich dir vielleicht das Gegenteil beweisen? Worauf wartest du? Ganz komm schon. Wie du willst. Komm schon. Maniac kriegt eins auf die Schnauze. Hey, aufhören! Keine Prügeleien! Oder wollen Sie etwa im Militärgefängnis landen? Ich mag Aufschneider nicht. Er kriegt eine Dosis Deckermedizin. Ja, wenn Sie so schnell hochgehen, dann frage ich mich, ob Sie im Kampf einen kühlen Kopf bewahren können. Ich sehe schon, ihr Kerle haltet zusammen. Daran werde ich denken, wenn ich das nächste Mal meinen Kopf für euch hinhalten soll. Den hätte ich fertig gemacht. Was ist? Mach doch! Hey, lassen Sie das. Bitte. Okay. Gut. Sind alle hier? Colonel, ich bin in Circe und kommandiere unsere Aktion.
Circe 5. Die blutigsten Kämpfe, die ich seit der Schlacht von Repleter erlebt habe. Es gibt hier eine Menge zu tun. Dann schießen Sie los, Admiral. Die Söldner haben eine Panzeroffensive gestartet. Ihr Ziel ist das nördliche Kontrollzentrum der legitimen Regierung. Dort werden die Kappen des Polareises kontrolliert. Die Zerstörung des Zentrums würde eine gewaltige Flutwelle auslösen. Auf Circe 7 wurde kürzlich ein chemischer Angriff ausgeführt. Deshalb evakuieren wir die Bewohner. Die meisten unserer Schiffe sind zu groß, um auf dem Planeten zu landen. Deshalb benutzen wir Raumfähren, um die Leute wegzubringen. Ohne Geleitschutz ist das gefährlich. Und noch was. In einer Meldung heißt es, feindliche Streitkräfte sammeln sich in der Nähe eines Jump Points. Es ist nicht ersichtlich, was die Feinde planen. Sie bekommen von mir Daten und aufgezeichnete Einsatzbesprechungen für jede Mission. Ich überlasse es Ihnen, Colonel, die Wahl zu treffen. Sie müssen entscheiden, was Sie tun werden. Viel Glück. Sobald Sie die Planetenumlaufbahn erreicht haben, beginnen Sie mit dem Angriff. Um die geplante Offensive auf Circe 5 zu stoppen, werden Sie maximale Feuerkraft einsetzen müssen. Verhindern Sie mit allen Mitteln, dass das Kontrollzentrum überrannt wird. Milford aus. Das war's. An die Arbeit. Landeerlaubnis. Ah, gute Arbeit, Colonel. Sie können landen.